Moin, ich bin Semi Mensa, mehrfacher deutscher Meister im Tischfußball und ehemaliger deutscher Nationalspieler. Und ich zeige euch heute auf dem Leonard-Soccer-Tisch den Zier. Beim Zier passiert eigentlich das, was fast jeder von Anfang an macht. Man beschleunigt den Ball mit einer Seitwärtsbewegung, in dem Fall mit einem Zug, deswegen heißt der Schuss auch so, den Ball mit der Mittelfigur, der Stürmerfigur und schießt ihn dann ins kurze, lange Eck oder geradeaus. Was den Zier ein bisschen komplizierter macht, ist die Komplexität des Schusses. Das heißt, man muss in einer sehr schnellen Geschwindigkeit den Ball ziehen, überholen, alles aus dem Handgelenk koordinieren. Und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Beim Stand achte ich darauf, dass meine Beine ungefähr auf der Höhe der Fünferreihe sind. Mein rechtes Bein ist ein bisschen weiter nach hinten. Ich gehe persönlich auch ein bisschen in den Ausfallschritt, weil ich ein bisschen größer bin. Bringe meine Schulter auch ein bisschen weiter nach vorne, lehne mich in den Tisch quasi rein, damit ich gegen Ende die Gewalt auch in die Stange reinbekomme. Bei der Hand achte ich darauf, auch beim ganzen Arm eigentlich insgesamt, dass alles auf der linken Seite der Dreierreihe passiert, damit ich nicht irgendwann in die Position komme, irgendwas links hier rüberziehen zu müssen. Ich möchte nämlich am Ende Druck nach unten in die Stange reingeben. Das funktioniert nur, indem ich halt mich links von der Stange orientiere. Auch beim Zier muss der Ball etwas hinter der Dreierreihe laufen, damit genügend Druck für den Schuss aufgebaut werden kann. Ich platziere da auch meinen Fuß von meiner Figur ein bisschen leicht nach hinten gewinkelt neben den Ball, damit ich am Ende nicht einen ganz so weiten Weg habe, um den Ball zu umkreisen. Andere Vorteil dadurch ist, dass meine Ausholbewegung kürzer wird, weil der Ball automatisch beim Ziehen nach vorne rollt und ich dadurch ganz einfach ohne diese Ausholbewegung oder mit wenig Ausholbewegung den Ball schießen kann. Achtet darauf, dass ihr beim Setup den Ball bzw. die Dreierreihe komplett an der oberen Bande angelehnt habt, damit ihr auch den geradeaus sehr gut bedienen könnt. Habt ihr den Ball ein bisschen zu weit im Feld platziert, macht ihr euch das Tor natürlich kleiner und die Schussauswahl unnötig schwerer. Der wichtigste Punkt beim Zier ist ein harter Schuss. Den übt ihr natürlich, indem ihr den Ball an die Endposition legt, das heißt dorthin, wo ihr den Ball dann auch am Ende abschießen möchtet. Legt ihn auf den Punkt und versucht euch mal so zu platzieren mit dem gesamten Körper, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr sehr gut Druck aufbauen könnt. Wie ich schon am Anfang angerissen hatte, stellt euch sehr weit links hinter die Stange und versucht euer Handgelenk dabei locker zu halten. Der Schuss beim Zier funktioniert nämlich nicht mit Gewalt, das heißt, ich bewege nicht aktiv mein Handgelenk, um den Ball zu schießen, sondern ich nutze das Gelenk wirklich als ein Gelenk und versuche quasi meinen Arm ganz locker in meine Hand reinzugreifen. Optimalerweise habt ihr da nicht viel Druck in den Fingern. Ich greife vor allen Dingen mit meinem kleinen Ring und Mittelfinger, da ich da die Möglichkeit habe, zu greifen, ohne dass mein Handgelenk steif wird. Versucht eben mit diesem Werfen des Arms nach unten an der Stange vorbei ein schnelles Momentum aufzubauen und lernt erstmal aus dieser Endposition heraus den Ball überhaupt zu schießen, ohne ihn überhaupt zu ziehen. Wenn ihr dann irgendwann einen guten Torsound habt, wie den hier zum Beispiel, dann seid ihr soweit und könnt zum nächsten Step übergehen und anfangen, den Ball zu ziehen. Unterteilt jetzt nochmal den Zier in zwei unterschiedliche Bewegungen, beziehungsweise eigentlich sind es drei Bewegungen. Anziehen, Schuss und Gegenbewegung. Schuss und Gegenbewegung erfolgen eigentlich zeitgleich. Ich zeige euch das einmal, ich mache es euch einmal vor. Das heißt, ganz langsames Anziehen, weil das Koordinieren fällt euch schon schwer genug. Ball überholen und mit der Gegenbewegung den Schuss auslösen. Die Gegenbewegung ist dafür da, da ihr irgendwann, wenn ihr den Ball sehr schnell zur Seite befördert und den Schuss auslöst, das Problem habt, dass ihr dann oft ohne diese Bewegung in die Bande reinschießt. Ich zeige es einmal. Oder den Pfosten trifft. Deswegen wird der Ball vorher überholt. Wir warten jetzt in dieser Übung quasi auf den Ball und gehen dann mit dem ganzen Körper, ich helfe vielleicht auch ein bisschen mit dem Knie mit, in diese Gegenbewegung rein und beschreiben eigentlich eher so eine U-Kurve mit unserer Figur. Ich zeige euch das einmal ohne Ball. Wichtig ist, dass Gegenbewegung und Schuss zeitgleich erfolgen. Das heißt, unsere Figur macht eher eine gerade Linie als dieses U tatsächlich. Das heißt, eher hier so ein Haken und dann kommt sie wieder zurück zur Bande. Das heißt, ganz langsam anziehen und zurückdrücken und die Gegenbewegung ausführen. Und lasst euch wirklich Zeit dafür. Versucht es nicht unnötig schnell zu machen. Wichtig ist erstmal, dass ihr dieses
Ende diese Gegenbewegung mit dem Schuss zusammen vereinen könnt. Fühlt ihr euch jetzt schon wohl mit der ersten Übung, gehen wir ein bisschen weiter und ziehen das Tempo langsam an. Es sind nicht mehr zwei Bewegungen, kein Ziehen und Schießen mehr, sondern wir versuchen das jetzt in einer Bewegung flüssig umzusetzen. Wir müssen noch gar nicht ganz so schnell sein dafür. Achtet dabei darauf, dass euer Arm entspannt ist und zieht langsam das Tempo an. Woher ich die Energie zum Ziehen nehme, ist der Ellenbogen. Und zwar könnt ihr euch vorstellen, ihr spielt das Spiel mit euren Freunden. Normalerweise weicht man ja eher so aus, aber stellt euch mal vor, ihr weicht immer nur mit einer Hand zur Seite aus. Das ist ja nicht hart, nicht angespannt. Wir wollen nicht mit Energie wegziehen, sondern wir sind relativ entspannt in der ganzen Hand und in dem Ellenbogen und ziehen einfach mit einer Seitwärtsgeschwindigkeit den Arm weg. So, der zweite Versuch hat es dann auch geklappt. Versucht dann langsam euch ranzutasten. Seid nicht ungeduldig, sondern spielt den Schuss erstmal langsam und steigert damit eure Geschwindigkeit. Als kleiner Tipp noch dazu, um Fehler zu vermeiden, rate ich euch, möglichst schnell den Ball zu überholen. Wir wollen eine explosive Zugbewegung haben und möchten aber auch ganz schnell vom Ball weg sein. Was passieren kann, ist, wenn ihr den Ball zu lange zieht, dass ihr zu spät erst in diese Bewegung kommt, den Ball zu überholen und schießt den Ball dann tatsächlich wieder an den Pfosten. Das heißt, fangt schon direkt mit dem Anziehen an. Wir wollen nicht viel ausholen, aber wir holen etwas aus. Beim Anzug schon an, auszuholen, damit der Ball im richtigen Augenblick unter der Figur am Ende ist. Ich fasse nochmal die wichtigsten Punkte kurz für euch zusammen. Platziert euch ungefähr auf Höhe der Fünferreihe. Ich persönlich, weil ich groß bin, mache einen Ausfallschritt. Gehe noch ein bisschen mit dem Körper in die Stange rein, damit ich am Ende genug Druck aufbauen kann. Fangt langsam mit der Bewegung an, steigert euer Tempo kontinuierlich. Seid entspannt in euren Händen, in eurem Arm. Und ganz wichtig, alles, was oberhalb des Handgelenks passiert, auf der linken Seite der Stange. Um den Zieher effektiv zu spielen, braucht ihr fünf Optionen, die ich euch jetzt mal nacheinander zeige. Das allererste ist natürlich der geradeaus, wenn der Gegner nicht vor dem Ball steht. Um den Gegner natürlich vor den einfachsten Schuss zu zwingen. Versucht er sich mit dem Torwart dahin zu stellen, habt ihr die Möglichkeit, den Ball zwischen den Figuren durchzuwischen. Das funktioniert so ähnlich wie der Zieher, aber der Fokus ist hier nicht in der Schussbewegung, sondern in der Seitwärtsbewegung. Ähnlich wie beim Brushpass. Wir streifen den Ball eigentlich nur und ziehen aber relativ schnell diese Stange zu uns selbst hin. Dabei achten wir darauf, dass wir die Bewegung in diesem Fall tatsächlich aktiv aus dem Handgelenk machen und nicht zu viel Druck in die Schussbewegung stecken. Die nächste Option wäre die Schere oder der Split. Zwischen den Figuren durch. Jetzt haben wir den Gegner schon so weit, dass er im Prinzip gerne eigentlich vor dem Ball und hier steht, was uns dann natürlich die nächste Option auflässt. Lang, außenrum. Und wenn er sich dann tatsächlich so ein bisschen länger und vor dem Ball platziert, ist der Unterschied zum ersten Split, den wir hatten. Der erste Split geht quasi eine Ballposition hier um und beziehungsweise zwischen den Puppen durch. Der nächste wäre dann ein bisschen weiter gezogen. Und damit haben wir alle Optionen, die wir brauchen, um ein effektives Spiel zu spielen. Als letzten Trick gebe ich euch nochmal mit, euren Ansatz zu verstecken. Und zwar mache ich das, indem ich anstatt einfach still zu stehen, ein bisschen den Griff knete, meine Finger ein bisschen locker platziere. Hat auch den Vorteil, dass ich insgesamt lockerer den Griff in der Hand halte, was wir auch am Ende möchten. Und der Gegner sieht eben nicht, wann es losgeht. Und ich kann aus diesem Kneten ganz normal abrufen. Wenn ich mich nicht bewegen würde, würde der Gegner natürlich viel schneller sehen oder viel schneller erkennen, wenn da was Neues passiert. Und als letzter Trick wäre es tatsächlich, mit einer Art zugreifenden Bewegung ein schnelles Geräusch zu erzeugen. Das mache ich, indem ich ja hier eh schon die Stange ein bisschen fingerlastiger greife und dann durch dieses Zugreifen aushole. Und das hat auch noch die Möglichkeit, den Gegner zu erschrecken. Auch wenn er vor dem Ball steht, könnt ihr dann eben ein bisschen rumkneten und ein bisschen Sachen ausprobieren. Und kurz bevor ihr schießt, macht ihr diese Ausholbewegung. Der Gegner erschreckt sich, springt weg und ihr schießt einfach geradeaus rein. Das waren alle Tipps von mir zum Zieher. Ich wünsche euch viel Spaß beim Trainieren und wenn ihr fleißig übt, könnt ihr den irgendwann so schießen wie ich.